Ein Grund für Knochenschmerzen kann eine noch nicht diagnostizierte Osteoporose bei dir sein. Das klingt jetzt erstmal schlimm, aber nach dem Video nicht mehr ganz so schlimm. Osteoporose ist eine Skeletterkrankung, die durch eine verminderte Knochenmineralisierung und Festigkeit gekennzeichnet ist und zu einem erhöhten Frakturrisiko führt. Das Auftreten von Osteoporose wird weltweit auf 18,3% geschätzt. Oder, wie man im deutschen Fachjargon sagen würde, ich habe Rücken. So sehr wir das Wort Osteoporose auch gendern, also spricht von OsteoporosInnen, macht es keinen Halt vor der Unterscheidung zwischen Mann und Frau und sonstige. Es ist bewiesenermaßen so, dass Männer mit 11,7% deutlich weniger Osteoporose manifestieren als Frauen mit 23,1%. Und das ist schon nicht so wenig. Doch habe ich mich gefragt, haben vielleicht nur die Deutschen Ich-hab-Rücken-Probleme? Tatsächlich ist das häufigste Auftreten von Osteoporose in Afrika zu Hause mit 26,9%. Das ist mehr als jeder vierte, was wirklich sehr, sehr erschreckend ist. Doch was macht hier den Unterschied? In einer Welt, wo 180 Millionen für einen Fußballspieler bezahlt werden und gleichzeitig 5000 Afrikaner am Tag verhungern, fehlt es den Afrikanern sicherlich nicht nur an Ballkünsten, sondern eher an Nährstoffen. Zwar sind die Menschen in der westlichen Welt deutlich weniger von Hunger betroffen, schaffen es aber oft mit Übergewicht in einem Nährstoffmangel zu kommen, da die falsche Nahrung bzw. keine Nahrung gegessen wird, sondern eher leere Kalorien oder nicht supplementiert wird mit Nahrungsergänzungsmittel. Offensichtlich spielen die Nährstoffe mit die relevanteste Rolle in Bezug auf die Knochengesundheit. Doch bevor wir starten, möchte ich noch kurz darauf eingehen, wieso Frauen doppelt so häufig unter Osteoporose leiden wie Männer. Diese ernähren sich in der Regel nicht schlechter und auch nicht außerhalb der Regel. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Ist hier das Motto. Männer arbeiten öfter körperlich oder betreiben öfter Kraftsport oder wiegen öfter mehr, sodass der Knochen immer gezwungen ist, sich anzupassen. Daher stärkt ihn Belastung. Das sieht man auch in Studien, dass Menschen, die Kraftsport betreiben, eine höhere Knochendichte aufweisen als jene, die keinen Kraftsport betreiben. Daher Frauen, wenn ihr Knochenprobleme habt, keine Angst, ihr werdet nicht zum Mann, wenn ihr Kraftsport betreibt, sondern eure Knochen werden einfach nur stärker. Zurück zu den Nährstoffen. Wie wir alle wissen, sind Calcium und Vitamin D3 unerlässlich für den Knochenhaushalt. Gerade das Hormon Vitamin D3, welches in der Niere gebildet wird, denn dieses Hormon Vitamin D3, auch Calcitriol genannt, sorgt dafür, dass in den Darmzellen, auch Enterozyten genannt, dass mehr Calcium aus dem Darm aufgenommen wird und ins Blut gelangt. Dieses Calcium wird dann mit Hilfe von Calcitonin, ein Peptidhormon, in die Knochenzellen befördert. Dieser Prozess ist übrigens stark Vitamin K abhängig. Dazu gleich mehr. Doch Moment mal, ich habe da was gesehen. Redaktion, bitte nochmal zurück. Ja, die Studie. Was steht denn da? Um bei einem Mangel einen Serumspiegel von 75 Nanomol pro Liter zu erreichen, sind höhere Dosen als 800 bis 1000 internationale Einheiten Vitamin D3 pro Tag erforderlich. Wie viel empfiehlt uns denn die Deutsche Gesellschaft der Ernährung? Denn höchstens in Deutschland. Ah, 800 internationale Einheiten, das passt ja super. Und was empfiehlt uns das RKI? Auch 800 internationale Einheiten Vitamin D3. Da bin ich ja beruhigt. Dachte schon, in Deutschland würde irgendetwas sinnvoll ablaufen. Das hätte jetzt wirklich mein Weltbild zerstört. Was übrigens sehr interessant ist, dass einem einjährigen Kleinkind die gleiche Menge Vitamin D3 empfohlen wird, wie allen anderen Altersgruppen. Zum Glück wird es hier wirklich immer sinnvoller in Deutschland. Das festigt doch immer mehr mein Weltbild von diesem wunderbaren Land. Doch soll es in diesem Video nicht um das Totalversagen in dem deutschen Gesundheitssystem gehen, sondern darum, dass nicht nur Vitamin D wichtig ist, sondern eben noch viel, viel weitere wichtige Vitamine, die wir jetzt klären. Fangen wir an. Vitamin Nummer 1, Vitamin E. Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin, welches vor allem in pflanzlichen, öligen Saaten vorkommt. Hier in der Liste zur Übersicht für euch. Zum Abfotografieren, einrahmen, der Schwiegermutter schenken und so weiter. Es fungiert neben Vitamin C als ein wichtiges Antioxidant im Körper, das freie Radikale neutralisieren kann und das sogar stärker ist als Vitamin C. Apropos Antioxidant, was passiert mit den knochenbildenden Zellen, wenn sie von Antioxidantien umgeben sind? Knochenmarkzellen fühlen sich pudelwohl, je mehr sie von Vitamin E umgeben sind. Denn Wasserstoffperoxid führt zu starker Oxidation und genau genommen oxidativen Stress, was die Teilungsrate herabsetzt von knochenbildenden Zellen, aber auch von Knorpel oder auch von kollagenbildenden Zellen. Diese Teilungsrate wird durch Vitamin E stark verbessert.
trotz bestehender Anwesenheit von Wasserstoffperoxid. Doch gibt es auch ein zu viel. Bei der 5- bis 20-fache Menge sinkt dann wieder der Schutz. Moment, das würde ja dann heißen, je niedriger der Spiegel von Vitamin E, also im Blut, desto höher das Risiko, knochenbrüchig zu werden, oder? Ja, genau das haben wir gefunden in der Studie in Norwegen mit knapp 22.000 Probanden, was wirklich eine Menge ist. Man sieht hier eindrücklich, je tiefer die Vitamin-E-Werte im Blut waren, desto höher war das Knochenfrakturrisiko beim Mann und auch bei der Frau. Das Ganze hat natürlich noch weitere biochemische Gründe, die ich jetzt hier kurz einblende, aber das sprengt den Rahmen. Wir wollen sicherlich noch alle irgendwann nach Hause. Kommen wir zum zweiten Stoff und das ist das Vitamin K2. Wie bereits erwähnt, hilft Vitamin D bei der Aufnahme von Calcium aus dem Darm in das Blut. Dieses Calcium soll aber nicht in die Arterie gelangen und dort das verkalken, sondern in die Knochen. Dafür gibt es das calciumbindende Hormon Osteokalzin. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anwesenheit von Vitamin K zu einem erhöhten, genau genommen zur Produktion von dem calciumbindenden Hormon Osteokalzin führt. Was auch interessant zu sehen war, obwohl Vitamin K2 kein echtes Antioxidant ist, senkt es aber den Sauerstoffradikalstress in den knochenbildenden Zellen. Zellen sterben bei hohem Aufkommen von Sauerstoffradikalen. Und so zeigte sich natürlich auch, dass Vitamin K2 die Teilungsrate statistisch signifikant erhöhte. Als zweiter Effekt neben dem, dass es das Calcium in die Knochen zieht. Doch Biochemie hin oder her, was passiert mit den Knochen der Menschen, wenn die wirklich Vitamin K2 löffeln? Die aktuellste große Studie aus 16 randomisierten Menschenstudien mit über 6000 Probanden. Die Konklusion der Studie sagt folgendes. Vitamin K2 kann indirekt die Knochenmineralisierung fördern und die Knochenfestigkeit erhöhen. Knochenmineralisierung, schwieriges Wort. Das zeigt auch eine Meta-Analyse, die ihr hier nochmal seht. Ja? Zwei haben den Konsens quasi gefunden, die Meta-Analysen, und damit ist das schon ziemlich ganz gut belegt, würde ich sagen. Kommen wir zum Stoff Nummer 3, und zwar das ist das Vitamin A. Ja? Der Knochenaufbau befindet sich in einem Gleichgewicht. Ja? Es gibt knochenaufbauende Zellen, es gibt aber auch knochenabbauende Zellen. Osteoblasten, Osteoklasten, die abbauen. Die vermehrte Teilung von Osteoklasten, das heißt knochenabbauende Zellen, findet vor allem in Abwesenheit von Vitamin A statt. Das heißt, hast du zu wenig Vitamin A, führt das dazu, dass sich mehr knochenabbauende Zellen, also Osteoklasten, bilden. Denn diese haben einen Vitamin A-Rezeptor namens Retinoid-X-Rezeptor. Dort dockt das Vitamin A an und dort hemmt es die knochenabbauenden Zellen. An diesem Rezeptor ist übrigens auch sehr entscheidend, für die Schilddrüse. Ja, dort dockt ebenfalls auch das Vitamin A an und fördert natürlich auch die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Ist ganz, ganz wichtig. Vitamin A ist ein Kofaktor, der sonst nie beachtet wird. Findet ihr aber auch in einem wirklich guten Schilddrüsenprodukt, ist das immer mit drin. Kann ich euch sehr gerne auch eins mal unten verlinken. Ich nehme das wahrscheinlich auch jeden Tag. Auch wenn bei der Schilddrüse alles in Ordnung ist, aber es ist nicht alles super, wenn es gerade in Ordnung ist, sondern es ist alles super, wenn es auch so bleibt. Deshalb nehme ich das immer präventiv ein. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Daher die Hypothese, Vitamin A wirkt knochenaufbauend, da es den Abbau verhindert. Doch ist dies auch messbar in Menschen? In einer Studie mit dem Titel Hoher Vitamin A-Spiegel im Blut als relevanter Faktor für eine niedrige Knochendichte bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose. Die Frauen wurden in 5 Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 hatte die höchsten Vitamin A-Spiegel und Gruppe 5 dementsprechend die niedrigsten. Man sieht hier sehr schön, dass auch die Frauen in der Gruppe 1, also mit den höchsten Vitamin A-Spiegeln, auch den geringsten knochendichten Verlust erlitten an den Lendenwirbelsäulen, so viel haben wir davon nicht, an der Lendenwirbelsäule, wie auch am Oberschenkel. Vitamin A wird am besten in Tropfenform aufgenommen, noch als Tipp. Kommen wir zum letzten Vitamin, Vitamin C. Offensichtlich gibt es zahlreiche Quellen, die belegen, dass Vitamin C eine Rolle in der Genaktivierung spielt, wenn es um das Thema Teilungsfähigkeit geht und knochenaufbauende Zellen geht. Dazu gibt es eine interessante Studie, die Folgendes zeigt. Man sieht hier eindrücklich, dass im Vergleich zu Placebo das Vitamin C statistisch signifikant die Genexpression erhöht, die für mehr knochenbildende Zellen kodiert. Das konnte auch in einer Meta-Analyse verifiziert werden, die sagt aus, eine höhere Vitamin-C-Zufuhr über die Nahrung war mit einem geringeren Risiko für Hüftfrakturen und Osteoporose sowie einer
höherem Knochendichte am Oberschenkelknochen sowie der Lendenwirbelsäule zu verzeichnen. Das Risiko konnte um ganze, jetzt haltet euch fest, 34% gesenkt werden. Machen wir mal eine komplette Zusammenfassung. Los geht's. Knochen bauen sich vor allem dann ab, wenn sie nicht gebraucht werden. Oder wenn der Körper nicht alle Vitamine oder Nährstoffe hat, um den Knochenhaushalt aufrecht zu erhalten. Daher ist Kraftsport sicher der beste Reiz, Osteoporose oder Knochenabbau entgegenzuwirken. Vitamin E verhinderte oxidativen Stress in den Knochenzellen. Vitamin D und Vitamin K führen dazu, dass Calcium als Baustein im Knochen ankommt. Und Vitamin A drosselte die Teilungsfähigkeit von knochenabbauenden Zellen, den Osteoklasten. Und Vitamin C erhöhte im Gegensatz dazu die Teilungsrate von knochenaufbauenden Zellen. Alle Empfehlungen findet ihr unter dem Video. Gerne noch abonnieren und einen Daumen für mich dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video und die Empfehlungen in der Infobox unbedingt mal abchecken.